Ja, und weiter geht's mit einer neuen Folge Odyssey. Im Auftrag des Königs. Waldgolem haben wir erledigt. Da hinten ist noch ein Schattenläufer. Werde ich garantiert noch nicht natzen können. Und bei der Gelegenheit werde ich mal gleich wieder meine Rüstung da umziehen. Ja, genau, richtig. Und meinen Bogen wieder auswählen. Ja, und es soll ja irgendwie heißen, hier gäbe es solche Wacholderbeeren. Ich konnte keine finden hier in diesem Bereich. Vielleicht bin ich auch völlig falsch. Hier ist ja noch ein Baumstamm. Soll ich es wagen, doch den Schattenläufer anzugreifen? Soll ich es wagen? Mit meinem blöden Florettdegen hier? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Da ist er ja. Pentia. Der Pentia. Nee. Hat keinen Wert. Hat keinen Wert, der ist. Der ist. Nee, der ist nicht. Der ist dummerweise etwas zu stark. So, vielleicht sind ja hier die Waldbären in der Nähe bei ihm hier. Ja, hoffentlich kann ich ihn gleich nochmal abhängen. Nö, nix da. Dann würde ich mal sagen, laufen wir mal schön zurück zu unserem Gunther. Das ist auch ein schöner Baum hier. Schöne dicke Buche. Was da heißt, dass er jetzt gerade hier am Sägen ist. Hallo. Hey. Nee. Holzstumpf. Nee, ich muss erst sägen. Da hinten gibt es noch Gezücht. Das heißt also, versuche ich nochmal hier ein paar von diesen widerlich wimmelnden, grünen Feldräubern zu. Hält der das Ding oben hoch? So, zurück, weil ich muss noch mal ein bisschen was von Fleisch braten. Wenn er hier überhaupt einen Herd hat. Doch, ja, eine Pfanne war das, richtig. So, alles Fleisch braten. Na, 23 Stücke. Labulier, Schlabufatz. Wo läufst du denn hin heute? Ach, übrigens ist es der gleiche Tag, an dem ich den vorigen Teil aufgenommen habe. Deswegen bin ich noch ein bisschen erkältet. So viele wollte ich nicht auf mich locken. Okay. Das ist teuer. Das ist echt teuer. Aber dafür habe ich ja wieder ein bisschen Lernpunkte. So, liebe Zuschauer, Community, was soll ich denn als nächstes lernen? Erdschmieden oder Geschicklichkeit? Gucken wir mal. 60-60, Stärke, Geschick. Lebensenergie 135, Magiewissen 64. Ich weiß es nicht. Macht mal einen
Vorschlag, bitte. Da ist ja noch einer. Oh, ach, da war ein junger, wa? Ja, ein grüner. Nee, ein grüner, junger. Ja. Vielleicht sind die Sachen ja auch hier. Die Wacholderbärches. Nee, kann ja nicht. Bin ja quer durchgelatscht. In meiner Panik. Meiner panischen Verzweiflung. Okay. Da sind noch. Oh, da sind noch Vierer. Bümbe. Oh. Bin zurückgegangen und dann auf einmal sowas. Ah, oh, hier sind Dreier. Dieses Zeug. Lass mal aus dem Radius gehen hier. Ja, der ist näher. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Immer die gleiche Geschichte hier mit dem. Mit dem Blut, was ich verliere. Fand ich schön. Wie viel Tamora habe ich? Ach, da geht es ja gleich hier hoch. Dann geht doch gleich mal hier so hoch. Die anderen will ich jetzt nicht. Mach ich später. So, Josef. Guten Tag. Ende, Josef. Klaus, was gibt's bei dir? Sieht auch nicht besser aus bei dir. Okay. Stadtwache. So. Karol, Lars, Finko. Könnt ihr wieder Wolfsfälle verkaufen? Aber Barkeeper ansprechen wird das hier. Zeig mir deine Ware, ja. Haha. Zeig mir deine. Was dann? Andere Sachen hat er nicht. Also habe ich die ganzen Sachen noch gar nicht erlöst mit dem Wacholderbären. So, dann lasst uns mal gucken, was ist denn da im Logbuch. Taschendiebstahl. Meine Mission erfordert es, dass ich unbedingt den Taschendiebstahl und die Schlösser knacken beherrschen sollte. Falls ich dies noch nicht gelernt haben sollte, ich mir schleunigst einen Lehrer suchen. Vielleicht könnte ich unseren Matrosen Sven fragen. Dann muss ich drüber zum Schiff. Aha. Habe ich den Taschendiebstahl? Nee, habe ich noch nicht gelernt. Ja, das würde ich mal sagen. Dann gehen wir mal zum Fischer da. Ach, was soll's. Wieder noch so völlig daneben. Ich will nichts essen, ich will meinen Mana sparen und einfach mal hier kurz zu Bett gehen. Angst? Nein. Tamora, altes Fischerdorf, so. Wie bitte? Leute, seid ihr nicht mehr ganz frisch? Hier noch mitten im Dings. Für den König. Das war ja wieder mal. Also das war. Hä? Das habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert. Muss ich mal speichern. Das ist ja sogar sehr komisch. So, Sven. Knut. Ernst. Sven war meistens unten, ne? Unten in der. Im Lagerraum. Ja. So, Sven. Zeig mir den Taschendiebstahl, okay? Zeig mir den Taschendiebstahl. Wenn du jemanden die Taschen ausleeren willst, lenk ihn ab. Quatsch ihn einfach an. Sprich mit ihm. Beim Gespräch guckst du dir ihn an. Achte auf ausgebeulte Taschen, Schmuck oder Lederschnüre am Hals. Und achte vor allem darauf, wie aufmerksam der Kerl ist. Einen betrunkenen Tagelöhner auszurauben, ist was anderes als einen wachsamen Händler. Klar? Wenn du dich natürlich ungeschickt anstellst, kriegt er es mit. Also immer ruhig bleiben. Okay.
Okay, aber hier steht schon mal zum Beispiel, es wäre gewagt, ihn zu bestehlen. Das ist ja schon mal so eine leichte Warnung. So, Taschendiebstahl, wo steht das? Gelernt. Mhm. Ja. Gucken wir mal hier. Vielleicht ist er ein bisschen duller. Wolfgang? Es wäre gewagt, ihn zu bestehlen. Ich würde mal sagen, wir werden hier ein bisschen Proviant reinholen. Also das ist ja ein Ding. Einmal die ganzen Warane wieder. Das darf wohl nicht wahr sein. So, das muss das alles gewesen sein an Proviant. Ja. Kugel, aber doch so bescheuert ist, lässt sich die Tasche ausrauben. Büxia, nee, Büxia, Wulfias. Hey du! Wegen deinen Pflanzen. Die habe ich ja eh nicht. Pflanzen. Erst wenn du mir die Pflanzen. Ja, die habe ich eh nicht. Verstehe. Segne mich, ich möchte meine Lebenskraft steigern. Zeig mir deine Ware, es wäre schwierig, seinen Trank zu stehlen. Ja. Gucken wir mal hier, Harald. Und Harald, wie sieht es aus? Bringen wir Schildparade bei, lass uns mit dem Training beginnen. Okay, da gibt's nichts. Ich will meinen Erfolg haben. Ich will mal Erfolg haben mit dem Taschendiebstahl. Aber Bertram geht nicht. Wäre schwierig. Jawohl. Knut, der ist ja doof. Es wäre leicht, ihn zu bestehlen, okay? Gucken. Hm? 44 Gold erhalten. Das ist doch gut. Hey. Hallo, ja. Ernst? Wäre gewagt. Biowulf. Hey, gar nicht hingehen. Dann Lolo. Den kann man nicht bestehlen. Ja, dann dürfen wir mal wieder rüberfetzen. So, ich war gerade in meinem Unterdeck und habe mal wieder ein paar Pfeile hergestellt und Pfeilspitzen geschärft. Dann gehe ich mal hier ein bisschen raus aus meinem Bett. Na los. Schlafen. Und lass mich anpumpen von den Peoples und dann gehe ich wieder rüber zur Varaneninsel. Ich hoffe, dass ich das überlebe. Das heißt, ich bin doof. Weil die sind nämlich gerade selber zu Bett gegangen. Ja, ja. Nee. So, Harald, Dandolo. Wo sind die anderen? Wolfgang, Sven. Ach, was soll's, nochmal eine Runde schlafen. Bis sie wieder oben an Deck sind. So. Ja, ich hab mal eine Runde geschlafen. Dann habe ich auch noch Pfeile geschärft und gemacht. Und jetzt will ich wieder zurück zur gefährlichen Varaneninsel. Und da muss ich wieder vorher schnellstens reagieren. Ich muss nochmal zurück nach Tamora. Ja, mach mal. In Ordnung. So ganz schnell links abhauen, um Himmels Gottes Willen. Die sind selber so schnell. Das höre ich. Da holen die mich ein. Jawohl. Gucken wir uns das Ganze mal an. Aus der Felsenperspektive.
endlich da wieder meinen Bogen neu bestücken. Na, wo seid ihr? Da. Ey, was sollst du denn so weit vorne? Oh, 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 oh. Bleibt hier irgendwie hängen. Upsi Daisy, was war denn das für ein lustig Sprung? Bin schwer verletzt. Mann. Na, okay. Los. Ich hab nicht mehr so viele Pfeile. Jetzt. Los. Jawohl. Noch einer hier in der Nähe? Nicht so aus. Na Mann, oh Mann, oh Mann, war das wieder hier ein Aufriss. Wegen zwei Waranen. Am besten gleich mal zur Stadt teleportieren. Und irgendwo schlafen. Am besten bei der Bertha. So, da wollen wir doch mal gucken, wegen der Taschendiebstahl. Erfüllte Mission. Ah ja, ich habe Taschendiebstahl gelernt. Na, das war ja eine tolle Quest. Hab's gelernt. Weil ich jetzt mal... Es wäre gewagt, ihren Geldbeutel zu stehlen. Ich werde doch jetzt mal hier die Leute versuchen zu beklauen. Hey, hallo, Barkeeper. Warte mal. Es wäre gewagt. Na, das ist mir dann noch ein bisschen zu. Ralf, warte mal. Da gibt's nichts. Hier ist auch keiner. Shit, jetzt kommt er rein, als hätte ich das Bier nur holen können. Stefan, da ist... Hey du! Finko, es wäre einfach, okay. Dann wollen wir mal dem Finko einfach mal... Hey du! Jawohl. Schön. Bei Stefan wäre es nicht so einfach. Nee, wäre gar nicht möglich. Karel? Auch nicht. Hey! Lars? Auch nicht. Okay. Helene? Ah, die ist... Buben. Nö. Okay, das sieht nicht gut aus. Sieht zum Beispiel Klaus aus, es wäre gewagt. Ja. Jetzt aber noch Adam und Eva. Was ist denn hier mit Josef? Hey du! Wäre einfach. Wollen wir einfach abspeichern? Hey! Und schön. Oh, ein bisschen was für die Klassenkasse hier. Ich glaube, hier brauche ich nicht rein. Ja, genau. Gucken wir nochmal hier in die Häuschen rein. Werte hatte ich schon. Ah, Eva meine ich genau richtig. Nee, Eva hat keine Bestellungsoption. Hier war ja der Better. Richtig. Und...
Es wäre einfach, sein Gärtnerbeutel zu stehlen. Dann machen wir das mal. Kein Glück. Wurde nicht abgespeichert. Also Stadtwachen lassen sich auch beklauen. Das ist was ganz Neues. Wo ist denn Adam hin? Er ist hier mit drin. Nee. Weißt du, hier gibt es einen Adam. Oder war der hier oben? Ja, oben wahrscheinlich irgendwo. Irgendwo war ein Haus mit einem Treppenaufgang. Echt. Ach, Elisabeth. Ohne mich. Hallo, Elisabeth. Nee. Ja. Du darfst das keinem erzählen. Hier haben wir noch eine Ariane. Hey! Die lässt sich bestimmt auch nicht bestehlen. Nee. Ah, das ist ja lustig. Stadtwachen lassen sich bestehlen. Dann habe ich doch noch hier eine ausgelassen, ne? Nee. Da war das hier. Weil. Nee. Ja, dann würde ich mal sagen, dann wieder mehr hoch zur Burg. Den haben wir ja. Ach ja, oben hier, der Schmied. Der Robert. Wäre gewagt. Okay. Weil es geht ja eigentlich darum, auch noch dem Telem sein Zeug wiederzubringen. Der Burg. Der soll ja irgendwo sein, da war ich noch gar nicht. Okay. Oh, ist das leer hier. Wo latsche ich denn jetzt lang? Ach, ist das schlimm. Wo geht's denn hier rein? Mein Gott. Muss ich doch hier durch. Ja, stimmt. Also lange nicht hier drin. So. Gucken. Wie hier alles bestehen können. Hätte hier Wache. Halt. Was willst du denn hier? Ich gehe ja schon wieder. Oh, stimmt. Gucken. Halt. Nee. Was willst du? Ich gehe. Also da komme ich nicht ran. Der motzt mich als allererstes an. Ja, Janus. Hallo, Janus. Hey, du. Es wäre gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Aber fragen wir ihn doch mal über den Stammler was. Ich würde gerne etwas über den Stammler wissen. Über den Stammler? Tja, über diesen weiß ich nicht viel. Eigentlich gar nichts. Moment, da fällt mir was ein. In der Bibliothek des Wassermages Telem müsste es ein Buch über diesen geben. Zumindest hatte ich für längere Zeit dort eins gesehen. Ah ja. Und wo ist jetzt der Telem? So, was war jetzt der Stammler? Das heißt also, Janus gab mir den Rat, Wassermagier Telem zu befragen. Müsste man nur wissen, wo dieser Wasser-Heinz ist. Habe ich mich noch gar nicht gefunden, nur irgendwie gar nicht, ne? Bestimmt irgendwo. Hey, Freundchen, du bist ja immer noch da. Ja. Habe ich dir nicht gesagt, dass du hier überflüssig bist? Doch, hast du. Aber ich gehe nicht, wann du willst, sondern wann ich will. Von mir aus. Du verlierst hier aber nur deine Zeit. Ich sagte ja bereits, dass wir jetzt unabhängig sind. Boten von König Roba sind unerwünscht. Wir könnten euch doch gegen die Orksöldner helfen. Danke, nicht nötig. Wir kommen auch alleine klar. Und es wäre gut für dich, wenn du das endlich begreifen würdest. Weia. Oh, weia. Das ist ja übelst, ist das. Wenn er mich nochmal erwischt am nächsten Tag, dann wird er mich wahrscheinlich einen überziehen.
Womit denn? Ja, okay, ich habe hier nichts. Oh, hier Brot. Holder. Lass mal ein bisschen hier was nehmen. Hier ist nichts. Hier liegt nur so ein zerlegter Scavenger. Hier ist ein Besen. Auch Löffel. Tja. Hier gibt's auch nichts. Also ich schätze mal, ich muss hoch. Sorry. Ich schätze mal, ich muss hoch. Was ist denn hier? Hier ist nix. Um den Telem zu begegnen. Aber wo ist der bloß? Warte mal, ich gehe mal in den rechten. Moment, war ich hier schon? Hier schon was? Das ist eine Buchkommode. Habe ich die schon gelesen? Verstehe. Also noch nicht. Okay. War ich hier schon? Das ist die große Frage. Das ist eine richtig schöne große Burg. Sieht nicht so aus, als wäre ich hier schon gewesen. Liebe Leute, dann wäre es ja auch schon fast wieder so weit, wenn jetzt hier keiner ist. Oh. Brummt. Jetzt eine Treppe hoch. Oh. Und hier schüttelt's und Zähne eines Sumpfhals. Oh, das nehmen wir nochmal lecker mit. Alter, ist das gruselig hier. Glaube ich, komm der Sache. Oh, ja, da ist er. Da ist Telem. Und er wirkt Magie. Tja, liebe Leute, das war's für diese Folge. Ich danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie es mit Telem weitergeht, das findet ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich. Macht einen Daumen. Oder einen Kommentar und ich sage Tschüss.